nachts alleine unterwegs. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege da immer super schnell ein sehr beklemmendes Gefühl, weil ich mir die ganze Zeit denke, beobachtet mich jemand, verfolgt mich jemand sogar vielleicht? Ist vielleicht doch alles nur Einbildung, oder? Ich nehme euch heute mal mit zu einem Partyabend und zeige euch verschiedene Gadgets und auch Apps, mit denen ihr hoffentlich sicher durch die Nacht kommt. Ich bin jetzt unterwegs zur Party und ich habe jetzt schon so ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil es schon relativ dunkel ist. Aber ich fühle mich zumindest ein bisschen sicherer, weil ich weiß, dass ich den Shepard-Alarm dabei habe. Das hier ist so ein kleiner Schlüsselanhänger und wenn ich hier oben dran ziehe, dann passiert das. Oh Gott, ist das laut. Ja, das hier ist mit 130 Dezibel nicht nur wahnsinnig laut, das hat hier vorne auch so ein kleines Blitzlicht, könnte man es nennen. Das heißt, ihr macht nicht nur auf euch aufmerksam, sondern ihr könnt potenzielle Angreifer auch damit so ein bisschen abschrecken. Ich finde den Alarm nicht nur stylisch, man kann den hier auch mit so einem Anhänger am Hosenbund oder auf der Handtasche befestigen. Durch ihn fühle ich mich auch viel, viel sicherer. Ich weiß, dass dieser Alarm hier sehr viel lauter ist, als ich jemals schreien könnte. Und wahrscheinlich ist der Angreifer davon auch so perplex, dass er hoffentlich von seinem Vorhaben dann ablässt. Und noch dazu ist dieser Alarm auch sehr viel sicherer als zum Beispiel Pfefferspray, weil es mir nicht von dem Wind wieder ins Gesicht gepustet werden kann. Also das hier ist eine ganz klare Kaufempfehlung von mir an euch. Und noch dazu unterstützt ihr mit jedem Kauf von so einem Shepard-Alarm Frauenhilfsorganisationen, weil von jedem Kauf halt ein Teil an zum Beispiel Frauenhäuser gespendet wird. Das finde ich großartig und deshalb habe ich euch den Shepard-Alarm mal unten in der Infobox verlinkt. So ein Gadget ist ja das eine. Das andere ist, dass man sich, glaube ich, sicherer fühlt, wenn man immer so ein paar Tipps an der Hand hat, wie man sich zum Beispiel nachts auf dem Hinweg zu einer Party oder auch auf dem Heimweg verhalten kann. Versucht, selbstbewusst zu sein. Versucht, einen aufrechten Gang zu haben. Kopf nach oben, nicht nach unten den Blick richten. Schaut die Leute ruhig an, an denen ihr vorbeigeht. So signalisiert ihr, dass ihr sie wahrgenommen habt und sie können euch bei einem Angriff weniger überraschen. Bleibt auf gar keinen Fall stehen und geht auch mal einen Umweg, wenn der vielleicht besser beleuchtet ist. Tragt auch keinen Pferdeschwanz, denn da kann man euch von hinten einfach packen und hat dann schon mal eine Angriffsfläche, die ihr einem potenziellen Angreifer eben bietet. Hohe Schuhe solltet ihr vielleicht auch zu Hause lassen, außer ihr wisst, dass ihr, weiß ich nicht, irgendwo hingefahren oder auch abgeholt werdet mit dem Auto. Am sichersten ist es natürlich, wenn man die Wege in der Nacht auf ein Minimum reduziert. Aber was mir auch positiv aufgefallen ist, ist, dass es immer mehr Männer gibt, die sich durchaus dessen bewusst sind, dass so eine Situation bedrohlich wirken kann und dann auch die Straßenseite wechseln oder sehr viel Abstand halten. Und das finde ich super. So, jetzt sind wir auf der Party und gerade zu Karneval ist das hier überlebenswichtig. Das hier ist ein Armband, mit dem ihr testen könnt, ob jemand K.O.-Tropfen in euren Drink gemixt hat. Das Einwegarmband hier, das hat zwei Testfelder, wo ihr dann einfach ein bisschen von eurem Getränk draufträufeln könnt. Und wenn es sich dann blau verfärbt, dann sind in eurem Getränk K.O.-Tropfen drin. Habt ihr schon mal Erfahrungen damit gemacht? Ich finde das jetzt total schlimm. Ich Gott sei Dank noch gar nicht und ich hoffe, mit diesem Armband wird mir das auch nicht passieren. Wenn ihr euch sonst irgendwie unwohl in einer Partysituation fühlt oder sogar bedroht, dann ist es immer gut, ein Handzeichen zu kennen. Und zwar das offizielle Handzeichen für Hilfe. Und das geht so. Ich mach's gerne nochmal. Daumen rein und Hand zu. Und damit könnt ihr zum Beispiel auf euch aufmerksam machen, wenn ihr euch sonst irgendwie nicht verbal äußern könnt, weil vielleicht eine Person nicht von euch ablassen möchte. Das könntet ihr zum Beispiel zur Barkeeperin oder auch zum Barkeeper machen, sodass diese Person dann eben ja, den Security-Dienst rufen kann. Eigentlich wurde dieses Handzeichen für Betroffene von häuslicher Gewalt eingeführt, aber es eignet sich natürlich auch für alle anderen Notlagen. Wieder auf dem Nachhauseweg gibt es natürlich nicht nur den Shepard-Schlüsselanhänger mit dem Alarm, sondern es gibt noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel das Heimwegtelefon, das ihr nutzen könnt, damit ihr euch ein bisschen sicherer fühlt in der Nacht auf dem Nachhauseweg. Das Heimwegtelefon ist eine Telefonnummer, die ich euch hier mal einblende. Unter der könnt ihr in diesen Zeiträumen verschiedene Personen erreichen, die euch dann nach Hause begleiten. Und die fragen euch hin und wieder mal, wo ihr gerade so unterwegs seid und können dann im Notfall auch die Polizei informieren. Ganz ähnlich sieht es zum Beispiel mit der Nora-App aus. Das ist die offizielle Notruf-App für ganz Deutschland, über die ihr dann einen Notruf absetzen könnt und über die ihr auch Rettungsdienste, Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr und so weiter erreichen könnt.
Die App nutzt dann die Standortfunktion von eurem Smartphone, damit auch die jeweiligen Einsatzleitstellen wissen, wo sie Hilfe hinschicken sollen. Und eigentlich ist die App für alle möglichen Notfallsituationen geeignet, also auch zum Beispiel, wenn ihr einen Unfall oder so habt. Aber gerade in Situationen, wo ihr euch bedroht fühlt oder in einer sehr misslichen Lage seid, könnt ihr auch einen stillen Notruf absenden, der dann also unbemerkt Hilfe anfordert. Es gibt übrigens auch beim iPhone eine kleine Notruffunktion. Und zwar, wenn ihr die Lautstärke-Taste und die Power-Button-Taste gedrückt haltet, dann könnt ihr einen Notruf absetzen und dann wird die jeweilige Polizeidienststelle in eurer Umgebung darüber informiert. So, mit den Tipps entlasse ich euch jetzt in den Abend. Kommt sicher nach Hause, ich bin jetzt auch da.